Oh, scheiße, läuft schon. Läuft. Mist, warum sagst du Mist, das nicht? Mist, ja, willkommen zum nächsten Folge, ich weiß gar nicht. Ist egal, Abschnitt. Ja, wir hatten schon drüber gesprochen, ja, Fluch der Karibik, aber... Ja, das musste natürlich wieder sein. Das musste sein, sorry, ja, der Opener. Ja, wir hatten das Thema Fluch der Karibik 5, da geht es aber nicht um Fluch der Karibik 5, sondern gab es auch zum Beispiel schon einen ähnlichen Fall, der ist gar nicht so lange her, ich glaube, das war bei HBO, oder? Ich glaube, bei HBO war das, nicht HBO, BBC war es, genau. Das war bei BBC, da wurden die auch erpresst von Orange is the New Black oder sowas, glaube ich. Die ersten 10 Folgen von den 13, die es in der neuen Staffel gab, dort wurde das Lösegeld zum Beispiel nicht gezahlt, ne? Und es wurden die ersten 10 Folgen veröffentlicht. So, nun wird Disney erpresst von Hackern, die an eine Komplettkopie auch in verschiedenen Sprachen gekommen sind, in etlichen Qualitäten vor allen Dingen, und damit drohen, das zu veröffentlichen, wenn, naja, das Lösegeld nicht gezahlt wird. Lösegeld kann man es da schon nennen, weil es ja dann um ein Machwerk der Disney selbst geht, steckt er sich wieder eine Kippe an. Ey. Du machst alles kaputt, ey. Der macht mir alles kaputt hier. Glaubst du, dass den Leuten das mehr interessiert, dass ich eine Kippe rauche, als deine wichtigen Informationen? Das glaube ich jetzt nicht. Das ist Wahnsinn, ne? Ich muss mal kurz hier... Das ist natürlich sehr unpassend. Nee, aber ich nutze das direkt mal, dass du jetzt nicht... Das ist sehr unpassend, aber das geht nicht anders. Ich muss mal kurz hier... So, da bin ich schon. Ich sag jetzt mal einfach so, wenn die damit durchkommen mit dieser Erpressung, ich glaube, Disney wird nicht zahlen, weil wenn das einmal Schule macht... Na, die Sache ist, wenn das, ja, das ist nur mal die Tatsache, wenn das einmal die Schule macht, wird es definitiv so sein, dass es definitiv Nachahmer geben wird. Ja, dann ist es nicht lange her, da ist es ja, wie gesagt, bei BBC auch schon passiert. Und naja, ob das jetzt ein Einzelfall bleibt oder noch mehr Probleme verursachen wird, das ist das Thema, worauf wir gespannt sein würden. Man fragt sich nur, wie kommen die da dran? Da müssen Leute Insider dort sein, die dann die Filme abgreifen. Also das ist natürlich auch, wie es in verschiedenen, wie es verschiedene Qualitäten gibt, etc. Ne? So sieht's dann nun mal aus. Ne? Die sich dann die Filme da in der Firma abgreifen, Insider reinschieben, die dort mitarbeiten, aktiv am Film und sich dann nachher eine Kopie einstreichen können. Oder zum Beispiel bei Pressevorführungen etc. sich den Film einstecken oder einfach illegal kopieren. Genau, es gibt ja diese Presse-DVDs oder Blu-Rays mittlerweile oder so. Ja, aber wir würden solche Filme ja auch nie gucken. Nein, Fluch der Karibik, nö, sowieso nicht. Das ist eh nicht mein Metier, also das ist jetzt hier, ich gucke da lieber andere Filme. Ja, genau, so wie der Blade Runner. Im Original natürlich in etlichen Cut-Szenen, folgt jetzt auch demnächst, dauert natürlich noch, genauso wie Bad Boys 3 im Jahr 2018 noch folgt. Das ist jetzt auch offiziell angekündigt, dass er erst 2018 kommt. Der sollte 2017 eigentlich schon kommen, allerdings ist er in Sachen Michael Bay etc. Denn Michael Bay wird das Ganze veranstalten. Und will dann mit Jerry Bruckheimer wieder zusammenarbeiten, deswegen zieht sich das so ein bisschen raus. Ist jetzt Blade Runner der erste Trailer zu 2049 erschienen, also so gesehen eine Fortführung des Blade Runners. Warte mal, war Blade Runner nicht 2054? Ich glaube ja. Ja, ich denke auch. Also jedenfalls wird es wahrscheinlich eine Vorgeschichte, also ein Prequel. Also ich geh mal stark von einem Prequel aus, ich bin nicht so gut informiert, aber ich geh mal sehr stark davon aus, dass es ein Prequel dazu gibt. Genauso, aber ich muss mal sagen, die schlimmsten Sachen, die es gibt, diese ganzen Neuverfilmungen, also das ist ja jetzt eine Fortsetzung. Ja, das ist natürlich ein Thema, da könnte man sich jahrelang drüber unterhalten. Neuverfilmungen, ne? Also man könnte ja aufzählen von Terminator bis The Fog oder andere Sachen, das kannst du alles vergessen. Ja, so wie Robocop, Total Recall. Total Recall, das ist ja das beste Beispiel dafür. Das ist, Robocop ja ebenfalls, ne? Also das ist ja jetzt, macht die jetzt nicht den Kohlfett, sagen wir es mal so. Das ist ja noch zu schade für die Müllverbrennung oder fürs Recycling. Ja, das ist wirklich Festplattenverschwendung, könnte man sagen. Genau. Tja, und wenn wir gerade von Müll reden, Emoji, der Film kommt auch. Oh Gott, das ist ein Film, den ich unbedingt sehen muss. Aber nein, das ist kein Witz, alle Emojis haben ein Eigenleben entwickelt. Aber es gibt einen Film, auf den ich mich freue, da wirst du jetzt wieder lachen und das Publikum, ich werde ins Kino gehen. Und zwar im Juli kommt Ich einfach unverbesserlich Teil 3.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Hat sich allerdings auch wieder ein bisschen rausgezogen. Der sollte auch schon im Frühling kommen. Aber ich gucke das natürlich nur wegen den Minions an. Ich bin ja ein bekennender Minions-Fan. Wie gesagt, der sollte aber auch schon im Frühling kommen. Hat sich dann jetzt aber auch auf den Sommer verschoben. Tja, ich frage mich warum. Na, wahrscheinlich noch irgendeine Post-Production, wo noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden muss, wahrscheinlich. Ein paar Minions haben zu wenig Bananas bekommen. Ja, von mir aus auch das. Davon gehe ich jetzt mal aus. Du bist irgendwie sehr schlecht im Bild zu sehen. Man sieht nur deine Nasenlöcher. Echt? Ja, jetzt. Also ich sehe mein Bild und hier ist alles in Ordnung. Das kann gar nicht sein. Also irgendwie. Doch, ich sehe auch mein Aufnahmefenster und ich bin vollkommen im Bild. Also das muss ja an deinem Telefon liegen. Ich kann gerne mal die Kamera. Stimmt, ich sehe dich. Ich sehe dich. Das war eine optische Täuschung. Ja, dein Gesicht ist eine optische Täuschung. Ja, das sowieso. So gut kann keiner aussehen. Das verwirrt mich jetzt etwas. Das verwirrt mich jetzt ziemlich. Nicht nur etwas. Das wird aber langsam ein bisschen gruselig. Das war von der ersten Sekunde an gruselig. Nein, nicht nur von der ersten Sekunde an. Das wird langsam wirklich gruselig. Das ist wirklich, also ich meine, wir haben doch jetzt wirklich eine tolle Bandbreite an Themen abgearbeitet. Natürlich, wir arbeiten gerne Themen ab. Ne? Genauso wie, das ist hier das typische, das ist, ne? Also wenn wir zum Beispiel das Thema Film haben, ne? Es gibt ja auch ganz viele Sachen, das mögen jetzt zum Beispiel Zeichentrickserien sein, die jetzt verfilmt werden. Ne? Was jetzt schon 20, 30 Jahre manchmal rumliegt, zum Beispiel Ghost in the Shell wird jetzt neu verfilmt. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass Dingens hier, die Uschi Lante zum Beispiel von Ghost in the Shell immer irgendwas mit Fantasy macht? Also selbst wenn es ein Psycho-Thriller ist, der dann aber zum Beispiel hier mein Mann, der auf dem Mond war, ich weiß gar nicht, wie hieß der Quatsch denn noch her? Die Frau des Astronauten, Lucy, Ghost in the Shell, die macht immer solche Filme. Die letzten Jahre. Manche Leute haben ein Spezialgebiet, auf das sie sich hier. Ja, irgendwie schon. Ja. Nee, das ist irgendwie nicht so meine Richtung. Ne? Genauso wie Spielverfilmungen. Die meisten Spielverfilmungen werden einfach nur, es ist einfach nur Grotte. Es geht eigentlich nur drum, ne, so ein Franchise fortzuführen. Was anderes ist es ja mehr oder weniger gar nicht mehr. Was war eigentlich zuerst da? Das ist zwar uralt, aber das fällt mir jetzt so gerade ein. Lara Croft, Tomb Raider, was war zuerst da? Film oder Spiel? Spiel, ne? Natürlich. Die könnten ja mal einen Cortana-Film machen. Ein Cortana-Film? Ja, Cortana. Ich meine, die meisten Leute kennen Cortana wahrscheinlich gar nicht. Doch, weil Cortana ist ja ursprünglich eine Figur aus der Spielewelt, ne? Naja, Cortana hat sich ja weiterentwickelt. Die Sache ist ja, das hat ja mit Halo 1 angefangen, dass Cortana da war. Und das hat sich immer wieder weiterentwickelt und Cortana wurde ja immer ein wichtigerer Protagonist in dem Spiel und wurde auch intensiver immer mehr genutzt. Ja? Und nachher entwickelte sich das zu mehr oder weniger, man könnte schon fast ein Liaison sagen, ja? Dass sie einfach so mental, ne, und platonisch mit Liebe und so weiter schon miteinander verbunden waren, dass sie sich so verbunden fühlten und vor allen Dingen auch Microsoft und erst recht Microsoft Studios sich so in Cortana verknallt haben letztendlich, dass sie Cortana dann als Sprachassistentin genommen haben, anstatt einfach nur eine Sprachassistentin auf den Markt zu bringen, sondern auch die Gamer und vor allen Dingen auch die ganzen Privatnutzer damit anzusprechen, dass Cortana deine liebe Freundin ist, die sich um alles kümmern will, ne, die dich lieb hat, weil du keine Freundin hast, weil du den ganzen Tag am Rechner sitzt. Genau. Ne, so sieht's doch letztendlich dann aus. Aber weißt du, Google hat es ja nicht geschafft, seinem Sprachassistenten überhaupt einen vernünftigen Namen zu geben. Wenn ich sagen muss, ey Google, ja? Hey Google, ja. Ja, ey Google, ich gehe U-Bahn. Nee, danke. Ne, also, das funktioniert so einfach nicht. Nein, das funktioniert ja, so einfach nicht. Das sind schon alles so Sachen, du. Nein, das ist mir dann irgendwie zu assi, da habe ich dann keinen Bock drauf. Moment, lass mich mal kurz gucken. Ich sehe gerade auf unserem Timecode, oh mein Gott, wie sollen wir die Zeit noch überbrücken? Das ist echt. Wie wir die Zeit überbrücken? Wir haben doch so viele Fachthemen, wir können so viel aufgreifen. Wir haben doch so ein großes Repertoire an Themen. Wir könnten hier 7 Tage rund um die Uhr könnten wir live senden. Ja, eigentlich schon.
Eigentlich schon. Dann hätten wir aber ein Themenproblem. Ja, nee, die Themen gehen uns nie aus. Doch, das tun sie garantiert irgendwann. Wann weiß ich natürlich nicht. Ich könnte jetzt ein paar Themen ansprechen, aber wir sind ja hier absolut jugendfrei und deswegen machen wir sowas natürlich nicht. Wir wollen ja keinen Ärger haben. Nein, auf keinen Fall. Nein, wir doch nicht. Nein, niemals. Also, den Trichter würde ich gar nicht kommen. Wir doch nicht. Also, wir sind absolut seriös. Ja. Nein, aber auf der anderen Seite muss man jetzt zum Beispiel auch sagen, dass jetzt zum Beispiel, es gibt eigentlich vieles, ne? Zum Beispiel den Hackerangriff auf einen ausländischen Bahnhof, ja, wo Hacker dann sich Zugriff verschafft haben, wo ich eigentlich schon ein bisschen schmunzeln muss, die dann zum Beispiel, ne, ein Porno gezeigt haben auf dem Bahnhofsbildschirm, ne, anstatt, ne, die Information lief dann ein Porno. Ja, oder das Surface Pro 5, ja, was dann einfach nur als Surface Pro erscheint, wie du schon erwähnt hattest, mit neuen Spezifikationen und das Surface Pro auf einem Gamer i7 Prozessor mit 8 bis 16 GB RAM und natürlich SSD von 256 bis 1 TB schon existiert. Die Fachinformation hat dir garantiert mal gefehlt. Genauso wie Windows 10, vor allen Dingen wenn Windows 10 S erfolgt, ist das natürlich auch so. Naja, wie sagt man es am einfachsten? Wenn die Windows 10 S kommt, und das hat man natürlich für einen kurzen Zeitraum, beziehungsweise einen kleinen Spielraum, so von, ich würde sagen, also ich tippe jetzt mal auf 2 bis 3 Monate, wo dann die volle Windows 10 und 10 S Lizenz für 10 Euro einzukaufen ist. Das steht auch schon fest, ich kann allerdings keinen festen Zeitraum dafür nennen. Ich habe eine ganz exklusive Information für Leute, die sich noch für Windows-Phones interessieren. Ja, pass auf, jetzt sag da gleich, ich muss kacken. Nein, es soll ja noch so 2, 3 Leute auf der Welt geben, die noch ein Windows-Phone nutzen, die auch gerne ein neues hätten. Also es soll ein Surface-Phone kommen. Und ich kann Leuten auch sagen, ich will jetzt den Termin nicht nennen, ich will das nicht verraten, die Leute können die sollten mal in die Bibliothek gehen und unter Science-Fiction nachgucken und da werden sie das finden. Also das ist die exklusivste Information, die ich heute raushauen kann. Aber nicht weiter verraten, also das ist... Du meinst, so schlimm ist das? Ja, dann kriegen wir Ärger mit Microsoft. Also, das beste Beispiel ist ja unter anderem auch, dass wir zum Beispiel, selbst wenn du jetzt, das ist auch ziemlich bekannt, wenn du jetzt zum Beispiel die Seite YouPorn zum Beispiel nutzt... Ach, wer macht denn sowas? Nein, ja, aber... Sei es YouPorn, X-Hamster, ich sollte ja nicht so viele Namen nennen. Aber ich muss ja mehr als einen nennen, sonst gilt es ja mehr als heimliche Werbung, oder was? Ne? Genau, ja. Genau, als heimliche Werbung. Wir hatten gerade ein kurzes Internetproblem, das bitten wir zu entschuldigen, es könnten 2, 3 Sekunden kurz gehakt haben. Das habe ich nämlich gerade gesehen in dem Internetaufbau. Das sah ich gerade in der Live-Übertragung, weil der gerade ein paar FPS verloren hatte. Ich muss es ja erwähnen, ja, dass zum Beispiel auf Internet-Porno-Portalen jetzt vermehrt Overwatch gesucht wird. Also ihr Spiel Overwatch ist bekannt, ne? Comic-Shooter etc. Und da sind ziemlich viele Bugs bekannt, unter anderem auch diese Rammelei und sowas. Und das ernsthaft auf Pornoseiten nach diesem Shooter gesucht wird. Und verstörend. Das sollten wir eigentlich mal unserer, ich will ja nicht sagen Schwestersendung, der Games Night. Ich habe keine Schwestersendung, geh mir weg mit dem Scheiß da. Wenn da sitzt so ein Dicker am Rechner und ist am Spiel, nee, danke, ey. Kann ich auch ein Spiel glotzen, ne? Wir werden das den Handyhelden mitteilen, die sollen das mal näher bearbeiten. Genau, die Handyhelden sollen sich darum kümmern. Das sieht aus, als hätte ich einen Schlaganfall. Hallo. Siehst du, alles normal, und wenn ich jetzt weiter weggehe, pass auf, guck mal. Ich muss mich mal richtig rasieren, du. Das wird nichts mehr. Die Haare werden länger und länger. Tja, das ist so, wenn man alleine ist, ne? Tja, die Haare werden nicht nur im Kopf länger und länger, aber darauf will ich jetzt auch nicht näher eingehen. An den Armen. Nein, ich werde auch keine Fragen zu meinem Sack beantworten. Ich verstehe jetzt den Sinn darin gar nicht. Ich meinte die Arme. An was du immer denkst, du. Ja, nicht die Haare auf dem Kopf, meinst du meine Rückenhaare oder was?
Also irgendwie brauchen wir ja mal eine sinnvolle Information und der mit seinem Gequatsche. Wahnsinn. Du könntest ja auch einfach mein Bild, wenn wir das jetzt dann mal irgendwann hochladen, könntest du einfach mit so einem Dauerlogo überblenden. Und du führst dann einfach nur ein Selbstgespräch. Natürlich. Ich kann dein Gesicht ja einfach durch einen riesen Smiley ersetzen. Genau. Und den Ton überblenden, dann wird immer nur gepiept. Natürlich. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass das hier alles live ist. Und natürlich wir nicht weder schneiden können, noch können wir irgendwas anderes tun. Das ist nachher online und dann ist es zu spät für uns beide. Genau. Ich sagte jetzt, wir haben das genau aufgezeichnet. Genau. Telefon, Kabel. Wir haben heute den 31. Oktober 2019. Genau. So sehe ich das nämlich auch. Weißt du, das ist eigentlich sowieso alles Fake. Natürlich, Fake News, Fake-Fotzen. Fake-Fotzen, die haben alle einen Pimmel, die unten. Ja, sowas soll's geben, ne? Ja, sowas soll's geben. Genau deswegen gehen wir jetzt in die Werbung bis zur nächsten Folge. Verdammte Scheiße nochmal. Und weg! Raus! Ja, hier, komm, mach Schnibbel. Schneid das raus. Jetzt mach. Komm, halt an jetzt. Hier, komm. Ihr sollt mach das aus. Schalten.